Herzlich willkommen zur Vorlesung Grundzüge des Handelsrechts. Diese Woche wieder mit mir, letzte Woche mit Herrn Noack. Wir behandeln heute das spannende Thema Firma, Name und Haftung, nachdem Herr Noack mit Ihnen ja letzte Woche intensiv Prokura und Handlungsvollmacht gemacht hat. Das Thema ist besonders spannend, weil es geht um Sachen, die Sie alle in Ihrem Leben schon mal gesehen haben, nämlich unter anderem auch um Marken, wie Sie hier sehen, oder auch um Namensrechte. Wir lernen das aber nicht nur, weil das ein total spannendes Thema ist, sondern weil hier im JAG ausdrücklich drinsteht, Sie müssen auch die Handelsfirma im Schlaf beherrschen. Nein, nicht wirklich im Schlaf, denn Sie müssen das nur im Überblick beherrschen. Das bedeutet ohne vertiefte Kenntnis von Literatur und Rechtsprechung. Und das heißt, Sie müssen kein Buch dazu lesen, sondern es reicht, wenn Sie mir hier zuhören und sich das alles merken, was ich Ihnen sage. Kennzeichenrecht ist unheimlich spannend, deshalb gibt es da auch extra Schwerpunktbereiche zu mit geistigem Eigentum. Und Kennzeichen haben Sie alle eins, nämlich den Namen. Der Name unterscheidet Sie von allen anderen Menschen auf der Welt, außer von den Leuten, die genauso heißen wie Sie. Und das ist das erste Kennzeichen, was Ihnen geläufig sein sollte. Und wenn Sie den Paragraphen ansehen, der hier steht, 12 BGB, sollte Ihnen auffallen, das steht in BGB AT, das haben Sie also im ersten Semester schon gemacht. Dann gibt es die Marke. Die Marke sollte Ihnen auch bekannt sein, zum Beispiel sowas wie Coca-Cola, ja, das ist eine Marke, oder es kann auch ein Design sein, zum Beispiel, wenn Sie dieses stylische BGB hier sehen, das könnte man sich vielleicht als Marke schützen lassen. Und last but not least gibt es Unternehmenskennzeichen, zum Beispiel das Metropolkino oder den Gasthof zum Hirschen. Also Sie sehen, ein breites Spektrum, das nennen wir alles Kennzeichen, nicht etwa das Autokennzeichen. Und wir fangen an mit dem Thema Marke. Marke müssen Sie nicht wissen, außer Sie wollen das im Schwerpunktbereich machen. Aber Marken sind in der Praxis sehr relevant. Zum Beispiel, wenn Sie sich diese Dose angucken, wissen Sie schon, was da drin ist. Selbst wenn Sie dieses Logo sehen, können Sie sich denken, was das bedeutet. Ja? Ohne die Schrift lesen zu können. Sie sehen, allein durch das verbindende Merkmal der geschwungenen Linien erlangen Sie eine Markenverbindung. Also Marken funktionieren oft sehr visuell. Ja? Nachvollzogen. Warum sind Marken wichtig? Ganz einfach zum Unterscheiden. Sie sollen erkennen, das sieht alles nach schwarzer Flüssigkeit aus in diesen Flaschen. Das könnte alles mögliche Eklige sein. Aber weil dieses Bild da drauf ist, verkauft es sich gut. Die Leute wissen, was sie erwartet. Wenn es keinen Schutz gäbe, keine Monopolisierung dieser Zeichen, da würde jeder so ein rotes Ding auf seine schwarze Flasche kleben und man wüsste gar nicht mehr, was drin wäre. Sie sollen also wissen, wer ist schuld, wenn es eklig schmeckt und was erwartet mich, wenn ich diese Flasche kaufe. Erwartung ist deshalb wichtig, weil dann können Sie hinterher Schadensansprüche geltend machen, wenn dann doch der Rattencode in der Cola drin ist. Und die Marke hat auch den Vorteil, man kann Werbung machen mit dem Bild. Und die Leute gehen in den Laden und suchen sich das Bild raus und sagen, ah, das ist die Flasche mit dem coolen roten Logo. Das würde nicht gehen, wenn jeder dieses Logo verwenden dürfte. So einfach ist Markenrecht. Sehen Sie, zwei Sätze, alles erledigt. Das Ganze hat ein gewisses Problem, nämlich dann, wenn Sie anfangen, Worte zu monopolisieren. Zum Beispiel kennen Sie vielleicht das Wort Föhn, F-Ö-N. Ja, schon mal gehört? Es mag Ihnen nicht aufgefallen sein, aber das Gerät, was Sie als Föhn bezeichnen, steht in den meisten Prospekten, wenn Sie so Werbeprospekte sehen, nicht als Föhn, sondern steht Haartrockner. Haben Sie jemals gefragt, warum das so ist? Nö. Die Antwort lautet ganz einfach, Föhn ist eine Marke der Firma AEG. Nur AEG darf ihre Föhns Föhn nennen. Ja? Genauso wie bei Tempo-Taschentüchern. Es gibt die echten Tempo-Taschentücher, die dürfen Tempo heißen.
Die anderen heißen Papiertaschentücher. Tatü, ja, also Papiertaschentücher. Sie sehen, Marken sorgen dafür, dass bestimmte Begriffe nur von manchen Leuten verwendet werden dürfen. Nur AEG darf ihre Föhns Föhn nennen und nur Tempo darf Taschentücher Tempo nennen. Spannender als bei Worten wird das bei Farben, denn das menschliche Auge kann nur eine begrenzte Menge an Farben, ohne dass sie nebeneinander liegen, unterscheiden. Sie kennen zum Beispiel Magenta. Ja? Was ist Magenta? Das ist eine Farbe, die so ein bisschen ins Pinke reingeht. Ein Rot, was ins Pinke reingeht. Und diese Farbe ist für wen als Marke populär gemacht? Für die Telekom. Sie kennen aber auch ein Unternehmen, was rote Logos hat, was mit Geld zu tun hat. Was verbinden Sie mit Rot, mit Geld? Ja, wir machen einen Test hier, so markengerecht. Rot und Geld? Sparkasse. Jetzt haben wir aber das Problem, wie gesagt, das menschliche Auge kann nur begrenzte Mengen an Farben unterscheiden. Wenn jede Bank eine Farbe für sich markiert, haben Sie relativ schnell keine Möglichkeit, eine neue Bank zu gründen, weil alle Farben für jemanden reserviert sind. Also verlangen die Markenrechtler, dass die Sache Verkehrsdurchsetzung erlangt. Und Verkehrsdurchsetzung heißt, man fragt die Leute und wenn die meisten sagen, yes, das ist die Farbe, hat man kein Problem, ist es geschützt. Wenn dagegen die Leute sagen, keine Ahnung, zu wem das gehört, ist das schlecht. Ja, man muss also Leute fragen, wenn die so wie Sie sagen, Magenta, Telekom, Rot, Sparkasse, dann wird das geschützt. Wenn die sagen, Rot, keine Ahnung, dann wird es nicht geschützt. Das zweite Problem ist aber, wenn Sie Marken haben, dann können Sie verhindern, dass Leute diese Bezeichnung für die Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwenden. Und das spielt eine Rolle im Ersatzteilmarkt. Wenn Sie ein Auto haben, nennen wir es ein Mercedes, ein Daimler, ja, und Sie wollen es in die Werkstatt bringen, dann können Sie zur Vertragswerkstatt geben, die viel Geld dafür nimmt, oder Sie können es zu irgendeinem Frickler geben, der dann versucht, das irgendwie unter Umgebung der Elektronik zu reparieren. Nur die Vertragswerkstatt hat die Genehmigung, das Wort Mercedes, das Wort Daimler zu verwenden. Der Frickler darf das nicht verwenden. Auch der Ersatzteilhersteller, nur der Originalhersteller darf seine Teile als Mercedes-Schraube 36 bezeichnen. Der andere darf das Wort eigentlich nicht verwenden. Deshalb hat das Markenrecht bestimmte Schranken, die die beschreibende Verwendung erlauben. Also kann man sagen, das ist eine Schraube für ein Auto, was ich nicht hergestellt habe, aber was den Namen Mercedes trägt im normalen Verkehr. Das dürfen Sie also sagen, weil es beschreibend ist. Oder ich repariere Autos der Marke Mercedes, die ich aber nicht selber hergestellt habe. Das ist beschreibende Verwendung, das ist okay. Das ist Markenrecht. Marken kosten richtig viel Geld, nämlich 300 Euro für Deutschland, 900 Euro für die ganze EU. Dann wird das Ganze geprüft, ob das schon mal gibt, ob das zulassungsfähig ist. Dann kann sich jeder dagegen wenden, der sagt, das habe ich vorher schon verwendet. Und wenn das nicht tut, werden Sie eingetragen und schon haben Sie in der ganzen EU oder zumindest in Deutschland einen Markenschutz. Es gibt einen Plan B, wenn jeder Ihren Namen kennt, wenn jeder weiß, Mercedes ist von Daimler, können sich die Eintragung sparen, dann haben Sie einen Schutz ohne Eintragung. Ja, also wenn Sie bekannt sind oder wenn Sie das Geld aufbringen. Jetzt denken Sie sich, 900 Euro ist ja nicht viel. Der Punkt ist, Sie müssen das dann alle paar Jahre verlängern und dann kostet es leider mehr. Dann zahlen Sie deutlich über 1.000 Euro pro Warenkategorie. Also kann man sich gut überlegen, ob man das will. 750 Euro bzw. 1.350 Euro alle 10 Jahre. Ja, das sind Marken. Marken, wie gesagt, müssen Sie nicht kennen. Sie müssen nur wissen, Marken bezeichnen Produkte, also Gegenstände, nach dem Motto, das ist ein Buch der Marke XY oder Dienstleistungen. Marken bezeichnen nicht Unternehmen. Marken bezeichnen das, was hinterher rauskommt, was das Unternehmen macht. Das Billy-Regal, das ist die Marke Billy, weil Billy beschreibt das Möbelstück, nicht den Hersteller. Persil beschreibt das Waschmittel, nicht die Firma, die es herstellt, die heißt nämlich Henkel. Ja?
Big Mac ist das Produkt, McDonald's ist das Unternehmen. Klar das System? Eigentlich einfach. Es gibt das Produkt, das Unternehmen. T-Home ist das Produkt, Telekom ist das Unternehmen. Gut, das sind Marken, wie gesagt. Marken beschreiben das, was das Unternehmen macht. Den Namen kennen Sie hoffentlich alle, weil Sie haben alle einen. Und der Name ist geschützt nach § 12 BGB. Das ist BGB-AT ganz am Anfang. Und er sagt, wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Recht, Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. Und keiner hat verstanden, worum es geht. Ich kann Ihnen dazu einen Fall aus der Law-Klinik berichten. Und zwar hatten wir in der Law-Klinik groß im Entertainment-Bereich zu tun, auch ein Anreiz für Sie, da mitzumachen. Und es gab nämlich einen berühmten deutschen Sänger, den Sie alle nicht kennen. Und dieser Sänger heißt Dennis Harder. Jetzt sagen Sie, wer ist das? Jetzt mal gucken, ob das klappt. Jetzt wird gleich Dennis Harder eingespielt. Na. Pop live vom Wuppertal. Ja, genau. Also, das ist Dennis Harder. Mit seiner unverkennbaren Stimme. Ich werde sie gleich nochmal einspielen, wenn das hier alles klappt. Also so sieht er aus auf jeden Fall. Ja? Sie haben alle eine emotionale Bindung zu Dennis Harder. Und jetzt spielen wir Dennis Harder ein. This video is private. Naja, doch nicht. Ah, das hält uns nicht auf. Warten Sie mal. Jetzt hacken wir den Account von Dennis Harder. Das dürfen Sie jetzt nicht sehen, deshalb... Na, finden wir ihn? Ja. Geht mit Friends on Stage auf Tour. Ah, der ist ja nur noch bei hier so bei exklusiven Sachen. Naja, auf jeden Fall Dennis Harder, da ist er nochmal, ja, Sie sehen, also ein Promi, ständig in der Presse. Und Dennis Harder hat, wie gesagt, viele Hits. Er tritt nämlich auf Volksfesten auf und singt so Sachen wie Aber bitte mit Sahne oder sowas. Vielleicht können wir mal bei Amazon seine Diskografie uns angucken. »17 Jahre blondes Haar« zum Beispiel. Da kann man sicher auch reinhören. Also das ist Dennis Harder. Ja, also Sie sehen, das ist was für Ihre Oma, hier ist für alle was dabei. Und Dennis Harder hat jetzt ein Problem, deshalb wandert er sich an die Law-Klinik. Also Sie sehen, Deutschlands Promis sind bei uns. Und zwar gibt es nämlich auch einen anderen Schlag, einen anderen Sänger, Schlager kann man gar nicht sagen, und das ist Dennis. Der heißt einfach nur Dennis, das ist ein Künstlername. Also die echten Profis haben halt nicht so Doppelnamen, die haben nur einen. Und Dennis hat nämlich einen Hit gemacht und der heißt praktischerweise Harder. Also Sie sehen, Dennis Harder, ja,
Also das ist nicht Dennis Harder von eben, das ist ein anderer Dennis. Das ist jugendfrei, nur falls Sie jetzt Bedenken haben sollten. So, können sich gerne alle angucken. Das ist Dennis. Ja? Also der eine heißt Dennis Harder und der andere heißt Dennis. Aber der Titel seines Liedes heißt praktischerweise Harder. Ja? Harder and Harder, das ist ganz toll. So, und jetzt kommen wir zum rechtlichen Problem. Dennis Harder, der mit dem Namen, ärgert sich darüber, dass Dennis, der ohne Harder, aber mit dem Titel, sein Lied so benannt hat. Und alle Leute, die bei Amazon jetzt eingeben, suche die Hits von Dennis Harder, auch diese Single kriegen. Und er möchte gerne rechtliche Schritte gegen den anderen Dennis, also Dennis ohne Harder. Und die einzig denkbare Anspruchsgrundlage ist diese hier. Ja? Das ist BGBAT, erstes Semester, wie Sie sehen. Ja? Das ist nichts Neues. Das heißt, wir müssen gucken, wird das Recht zum Gebrauch eines Namens den Berechtigten von einem anderen bestritten? Was soll bedeuten? Der eine heißt Dennis Harder, das heißt, sein Name ist Dennis Harder. Der andere heißt nicht Dennis Harder. Frage, sagt der Dennis, der nicht Harder heißt, du darfst gar nicht Dennis Harder heißen? Nein, das sagt er nicht. Das ist ihm völlig egal, dass der andere Dennis Harder heißt eigentlich. Ja, also die erste Variante haben wir nicht. Bestreiten heißt, ich rede Sie konsequent mit einem falschen Namen an. Ich sage zu Ihnen immer Herr Müller, aus Prinzip. Das ist eine Namensleugnung. Wenn ich Sie einfach immer konsequent falsch anrede, dann können Sie mich verklagen darauf, dass ich Sie richtig anrede. Das ist die Anspruchsgrundlage dafür. Beseitigung heißt, in Zukunft rede ich Sie richtig an. Soweit klar? Wenn auf Ihrem Zeugnis ein falscher Name stehen würde oder auf Ihrem Schein, dann können Sie klagen, das ist die Anspruchsgrundlage. Gut. Dann geht das aber weiter, unbefugt den gleichen Namen gebraucht. Die Frage ist, braucht Dennis, der nicht Harder heißt, aber seinen Titel Harder genannt hat, dadurch, dass er auf sein Cover draufdruckt, Dennis Harder, den Namen Dennis Harder? Ja? Klar die Rechtsfrage? Dennis Harder, Album. Ja, was sagen Sie dazu? Es gibt da auch einen Radiomix von, es gibt einen Clubmix, es gibt alle Mixversionen von diesem Harder. Also das gibt es wirklich als komplettes Album. Also wenn Ihnen das gefällt. Frage. Verwendet er den Namen Dennis Harder? Den Namen der Showrakete aus Wuppertal, wie ich hier lese im Internet. Ja, jetzt staunen Sie, das hätten Sie nicht gewusst, oder? Die Showrakete aus Wuppertal. Ja, Sie machen sich über den lustig. Wenn der demnächst bei Ihnen zu Hause auftaucht, dann lachen Sie nicht mehr. Ja, was meinen Sie dazu? Gucken, ob ich jetzt hier... Kann ich auch Musik-Downloads machen? Das ist ja cool. Das kann man jetzt sogar kaufen. Hier, damit Sie auch mal das Cover sehen, damit Sie mir das glauben. Das ist die CD von Dennis ohne Harder. Ja, und das Problem ist, sehen Sie jetzt, wenn Sie hier ein bisschen sehen, das ist ein bisschen abgeschnitten jetzt, warten Sie mal. Dann sehen Sie hier, da steht Dennis, da steht Harder. Ja, also wenn Sie dieses Cover sehen von der CD. Und hier steht auch Harder von Dennis. Ja, Sie lachen! Und der sagt, das ist ein Skandal. Also nicht der, sondern der andere. Vor allem sieht er total peinlich aus. Also ich finde das auch peinlich, wenn jemand eine CD machen würde, wo mein Name drauf wäre. Aber wir können ja mal das London DJ mitnehmen.
Das ist nicht mein Lautsprecher kaputt, das ist die CD von dem. Also Sie sehen, es gibt da verschiedene Versionen von dem Lied. Und das können Sie alles kaufen für 3,24 Euro. 3,24 Euro. Mit drei Fassungen dieses Hits. So. Sie sehen, die ersten gehen jetzt schon, deshalb machen wir lieber weiter. Was sagen Sie dazu? Maßt er sich an den Namen Dennis Harder mit dieser CD? Ja? Die heißen beide nicht echt Dennis, sind beides Künstlernamen. Ja, das denke ich auch. Ja, in der Tat, so haben wir das auch gesehen, beziehungsweise der Student hat es noch ein bisschen anders gesehen, der Student hat gesagt, klagen, das ist eine Unverschämtheit, weil nämlich im konkreten Fall der Dennis ohne Harder, nein, also der Dennis mit Harder, hat nämlich auf die Internetseite von dem Dennis ohne Harder geschrieben, was für eine Unverschämtheit hier, du machst dich an meinen guten Namen hier, bereichst dich an meinen guten Namen und das sind... Die Kunden werden jetzt total irritiert und dann hat er geschrieben, genau, das ist eine Absicht, das mache ich immer so. Ich suche mir immer die Namen von unbekannten Künstlern und mache das. Und dann hat er gesagt, jetzt haben wir ihn. Meine Vermutung war, dass er es nicht so ganz ernst gemeint hatte, aber gut. Also im Ergebnis, in der Tat war da nicht viel zu holen, würde ich sagen. Ja, aber ein Fall, den Sie vielleicht alle kennen, ist Herr Wendler. Herr Wendler heißt nämlich Herr Norberg, wenn Sie es genau wissen wollen. Dagegen gibt es den Frank Wendler und der Frank Wendler, der heißt wirklich Wendler. Und jetzt die Frage, wer von den beiden darf sich der Wendler nennen? Ja? Also es gibt den Frank Wendler und den Michael Norberg und wer darf sich der Wendler nennen? Der Wendler, den einen kennt man überregional als der Wendler. Und der andere, den kennt man nur von Kegelclubfeiern vor Ort, der nennt sich auch der Wendler, aber den kennt halt nur sein enger Fanclub. Und die beiden haben sich halt jahrelang gestritten, darauf ist der eine dann hingegangen, hat sich die Marke eintragen lassen, die erinnern sich eben Marke, der Wendler. Und zwar der wenig bekannte Wendler, nicht der Promi-Wendler. Und dann hat er den Promi-Wendler verklagt und gesagt, ha, 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 du verwendest hier meine Marke, das darfst du nicht. Ja, das OLG Düsseldorf sagt, der hat verloren, der unbekannte Wendler. Und zwar darf sich keiner von den beiden der Wendler nennen. Warum? Der eine heißt Frank Wendler, dann soll sich im Gefängnis auch Frank Wendler nennen. Und der andere hat den Künstlernamen Michael Wendler, soll sich Michael Wendler nennen. Aber keiner von den beiden darf sich der Wendler nennen, weil der Wendler heißt, es gibt nur einen und da hat er kein besonderes Recht dran. Ja? Denn keiner hat den Namen der Wendler. Ja? Der ist kein Vorname, um es deutlich zu sagen. Ja? Der ist kein Vorname. Merken Sie sich also zum Namen Folgendes. Drei Sachen. Erste Sache. Paragraph 12 BGB hat zwei Varianten. Die erste Variante ist die Namensleugnung. Bestritten. Bestritten heißt, jemand sagt, das ist nicht Ihr richtiger Name, dann können Sie ihn darauf verklagen, dass er es unterlässt und Sie bei Ihrem richtigen Namen bezeichnet. Praktische Anwendung eher null. Praktisch relevant die zweite Variante, die unbefugte Namensverwendung. Das setzt voraus, dass Sie ein besseres Recht haben. Im Idealfall, wenn es Ihr Geburtsname ist, wenn Sie geboren sind als Christian Müller und jemand anderes nennt sich so, dann können Sie verlangen, dass der es unterlässt, sich so zu bezeichnen wie Sie.
Sie kennen das bei Stefan Raab zum Beispiel oder sowas. Ja? Und wenn Sie den Leute verklagen, dann können die es sein lassen. Sie wissen aber auch, es gewährt Ihnen kein allgemeines Recht mit der oder sonst was davor, sondern der Name grundsätzlich nur in seiner Gesamtheit. Name. Ja? Praktische Relevanz, kommen wir gleich zu. Wie weit kann denn, wenn man jetzt überlegt, VW hat jetzt zum Beispiel diesen Slogan, das Auto. Ja. Das ist so mit Sicherheit auch eine geschützte Marke. Ja. Warum kann denn nicht ein Künstler dann seinen Namen als Marke sichern? Weil das nicht das Produkt beschreibt, sondern die Person des Künstlers. Er beschreibt ja nicht. Wenn der Künstler ist, ist es ja quasi eine Art Produkt seiner künstlerischen Fähigkeit. Nein, weil da haben Sie einen Konflikt zwischen Name und Marke. Und die Marke ist dann nachrangig, wenn jemand anderes schon länger den Namen hat. Denn sonst könnte ich ja hingehen, Ihren Namen als Marke eintragen und sagen, so ab sofort heißen Sie Nummer 53. Das kann ja nicht sein. Das heißt, der Name setzt sich immer durch. Trotz Marke. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum spannenden Thema, den wir den Namen haben. Jetzt kommen wir zu Die Firma. Die Firma ist ein Roman von John Grisham. Da geht es um eine Anwaltskanzlei. Aber dieser Roman ist hier nicht gemeint. Es geht nicht um die Mafia und auch nicht um die Anwaltskanzlei, sondern es geht in dieser Vorlesung um Paragraph 17 HGB. Und 17 HGB sagt, die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. Ja, das ist nicht schwer. Also, die Firma ist der Name. Zum Beispiel Müller GmbH ist eine Firma. Oder Bayer AG ist eine Firma. Das ist der Name, unter dem das Unternehmen auftritt. Der Name kann auch identisch sein mit dem Personennamen, hat aber zusätzlich immer einen Rechtsformzusatz. Zum Beispiel Christian Müller E.K. Das ist die Firma. Das hat den praktischen Vorteil, Sie können unter der Firma klagen und verklagt werden. Das heißt, wenn die Firma übertragen wird, können Sie den späteren Firmeninhaber verklagen, handelnd unter der Firma XY. Das ist einfach nur ein Alias, würde man sagen. Ja, Sie können also mehrere Namen haben. Den Geburtsnamen, den Künstlernamen und die Firma. Soweit klar? Warum macht man das? Nun, erstmal, weil Ihr Name vielleicht total schwer auszusprechen und zu schreiben ist. Wenn Sie Rinsch heißen, dann mag das eine schlechte Firma sein, weil die Leute sagen dann nicht, ich gehe mal kurz zu Rinsch. Also denken Sie sich was Kreatives aus und sagen 24 Shopping oder Shopping 24. Ich gehe zu Shopping 24, das können Leute sagen, das ist viel einfacher. Ja? Klar? Also es hat die schlichte Möglichkeit, dass Sie einen Namen frei auswählen können, was Sie sonst nie können. Zweitens enthält ein Name immer einen Rechtsformzusatz, zum Beispiel GmbH. Und wenn Sie GmbH lesen, dann sind Sie gewarnt, denn Sie lesen da MBH, das heißt nicht mit Büstenhalter, sondern das heißt mit beschränkter Haftung. Und dann wissen Sie, oh, da haftet niemand mit seinem Privatvermögen. Ja, klar. Das heißt, alleine dieser Name gibt Ihnen schon Informationen darüber, mit wem Sie den Vertrag schließen. Wenn da steht OHG, heißt das offene Handelsgesellschaft, dann wissen Sie, es ist eine Gesellschaft mit mehr als einem Gesellschafter. Also sind zumindest zwei Leute da, die Ihnen das Geld hinterher zahlen können. Also Sie sehen, ganz praktisch. Last but not least, hat die Firma einen Vermögenswert? Was meine ich damit? Es gibt bestimmte Unternehmensnamen, die sind was wert, wenn Sie die draufschreiben. Zum Beispiel Camel. Ja? Camel kennen Sie von Zigaretten. Ja? Aber es gibt auch Camel Boots. Das heißt, man kann einen Unternehmensnamen verwenden, um Produkte zu vermarkten, die sozusagen gar nicht im klassischen Segment sind. Sie können wahrscheinlich auch Apple Turnschuhe verkaufen oder Apple Unterhosen. Das würden Leute auch kaufen. Das heißt, Sie können mit einem Unternehmensnamen expandieren in ganz neue Marktsegmente.
Und es hat den weiteren Vorteil, Sie können dann das Unternehmen mit den guten Namen weiterverkaufen. Das gilt nicht nur für die Großen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kiosk bei sich an der Ecke, der heißt Trinkhalle Müller. Und diese Trinkhalle Müller, die finden Sie immer schon toll, weil Sie ja immer hingehen und immer Ihren Schnaps holen um 23.30 Uhr. Und jetzt passiert Folgendes, der Herr Müller ist inzwischen 85 Jahre alt und er will diesen Laden nicht mehr weiter betreiben. Also kann er diesen Laden mit dem Namen Trinkhalle Müller verkaufen. Und er heißt dann immer noch Trinkhalle Müller und Sie kriegen das gar nicht mit. Es sitzt vielleicht sogar noch dieselbe Frau dann nachts um 3 an der Kasse und es gehört einfach nicht jemand anderem. Das heißt, mit Namen und allem, was dazugehört, kann ich das Ganze en bloc verkaufen. Das heißt, für die Kunden ändert sich nichts, der Name bleibt gleich. Sie verkaufen das ganze Ding mit allem, was dazugehört. Wenn es dagegen keine Firma gäbe, würde das Ding den Namen wechseln und Sie sagen, hey, jetzt heißt das Trinkhalle Rinsch, 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 da gehe ich nicht mehr hin. Also es ist sozusagen so, dass der gute Ruf erhalten bleibt, auch wenn der Betreiber dahinter wechselt. Tolle Sache, begeisternd. Sie müssen abgrenzen die Firma von dem Unternehmen. Ein Unternehmen ist die Gesamtheit dessen, was einen Betrieb ausmacht. Dazu gehören zum Beispiel die Räume. Dazu gehört das Personal. Dazu gehören Patente, Marken. Dazu gehören aber auch so Sachen wie die Kundenkartei, das Know-how, wie ich meine Kunden am besten bediene. Das heißt, ein Unternehmen ist ganz viel. Vom Kugelschreiber bis zum Porsche gehört alles mit dazu. Die Firma ist nur der Name. Die Firma gehört sozusagen mit zum Pool, aber die Firma ist nur ein Name. Mehr ist das nicht. Das heißt, Sie können nicht sagen, ich gehe mal eben in die Firma. Ja? Das geht nicht. Ich gehe mal eben in den Namen, macht nämlich keinen Sinn. Ja? Einfacher grammatikalischer Test. Am Wochenende bin ich in der Firma, am Wochenende bin ich in dem Namen, macht keinen Sinn. So, um Ihnen jetzt ein Beispiel zu zeigen, wie schwierig das mit den Firmen ist, habe ich mal aus Düsseldorf was mitgebracht, nämlich das Karschhaus. Wenn Sie in Düsseldorf bis zur Heinrich-Heine-Allee, das ist die Zentralhaltestelle, fahren, dann gibt es da ein Gebäude, da steht drauf Karschhaus, da können Omas einkaufen gehen. Ja? Über dem Gebäude steht übrigens drüber Horten, das war früher mal eine Kaufhauskette, die hatten so Filialen. Karschhaus ist aber nur eine Etablissementbezeichnung. Das ist nichts Anzügliches, das ist einfach nur die Bezeichnung einer Einrichtung. Das Unternehmen, was das Ganze betreibt, heißt Galeria Kaufhof. Ja, das Unternehmen heißt Galeria Kaufhof und die Firma, die dazu gehört, heißt Galeria Kaufhof GmbH. Und dieses Unternehmen gehört eigentlich zur Metro-Aktiengesellschaft. Ja, Sie sehen also, so Unternehmen können ganz schön schwierig sein. Oder wenn Sie das hier kennen, ja, das sind zwei Elektronikmärkte. Der eine heißt Saturn und der andere heißt Mediamarkt. Sind das Firmen? Nein, sind es nicht. Denn wem gehören diese Unternehmen? Diese Unternehmen gehören nicht nur der Metro Group, diese Unternehmen sind beide Teile der Firma der Media Saturn Holding GmbH. Ja, das sind also zwei verschiedene Namen für dasselbe Unternehmen. Das ist dieselbe Firma. Die haben die exakt selbe Firma. Das sind keine separaten Firmen, das ist eine Klitsche. Und in der Tat gehört die mehrheitlich der Metro AG, wobei nicht 100%, da gibt es nämlich auch einen Minderheitsaktionär. Ganz tolle Geschichte. Und um es noch deutlich zu machen, Sie kennen auch Persil und Spee, ja. Und überraschenderweise, das sind Marken. Und das Unternehmen dazu heißt Henkel AG und Co. KGaA. Sie sehen, man kann auch ganz viele von diesen Buchstaben aneinander hängen. AG steht für Aktiengesellschaft. Was eine Aktiengesellschaft ist, ist relativ trivial. Das ist ein Unternehmen, wo es Aktionäre gibt, die nicht mit ihrem Privatvermögen haften und deren einziges Recht darin besteht, einen Aufsichtsrat zu wählen, der seinerseits den Vorstand wählt. Viel mehr Einfluss haben die nicht.
Was ist eine KGaA? Das ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Was ist das? Das ist wie eine AG mit dem einzigen Unterschied, dass der Aufsichtsrat keinen Vorstand wählt, sondern irgendjemand persönlich mit seinem Privatvermögen haftet. Und wer ist dieser jemand? Das kann man hier auch deutlich erkennen, nämlich eine AG. Die AG haftet mit ihrem Privatvermögen und die KGaA haftet nicht mit ihrem Privatvermögen, denn die KGaA hat halt auch Aktionäre. Warum macht man das? Ganz einfach, damit niemand mit seinem Privatvermögen haftet und die Aktionäre gar nichts zu sagen haben. Ja? Das sind Firmen. Fast schon kinomäßig, toll. Alles Großunternehmen. Eine Firma hat immer zwei Bestandteile. Nämlich einen Firmenkern und einen Rechtsformzusatz. Der Firmenkern, den können Sie frei auswählen. Der Firmenkern kann sein Schuhe. Der kann sein Müller. Der kann auch sein Kunterbund, Larifari, bla bla oder sonst was. Und Sie können beliebige dieser Komponenten kombinieren. Sie können also sagen Schuhe, Müller, Larifari. Oder Sie können sagen Müller, Schuhe oder Müller, Larifari oder wie auch immer Sie es haben wollen. Ja? Also was links steht, können Sie weitgehend frei bestimmen. Dann kommt ein sogenannter Rechtsformzusatz. Der Rechtsformzusatz, den können Sie nicht frei wählen. Den kriegen Sie vorgegeben. Und wir haben schon ein paar gesehen. Wir haben gesehen EK, da steht wofür? Einkaufen. Ja? Eingetragener Kaufmann oder im Zeitalter der Gleichberechtigung, was könnte es auch sein? Eine eingetragene Kauffrau. Ja, steht im Gesetz auch wirklich drin. So. OHG, habe ich eben schon gesagt, steht für offene Handelsgesellschaft. Das bedeutet, jeder Gesellschafter haftet mit seinem gesamten Privatvermögen für die Schulden der Gesellschaft. Das heißt, wenn Sie ein OHG mit 5 Leuten haben, haftet jeder der 5 mit seinem gesamten Privatvermögen. KG heißt, wir haben ein Unternehmen, wo 2 oder 3 Leute drin sind, mindestens. Und einer davon haftet unbeschränkt, genauso wie bei der OHG. Und mindestens einer sagt, ich hafte nur bis zu einem Betrag, den ich vorher festgelegt habe. Das heißt, Sie können das deckeln und sagen, ich hafte bis zu 10.000 oder bis 100.000 oder bis zu 1 Million. Das heißt, einer deckelt und der andere haftet unbegrenzt. Dann haben wir die AG, habe ich eben schon gesagt, Aktiengesellschaft. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, auch bei der GmbH haften die Gesellschafter nicht mit ihrem Privatvermögen, sondern es haftet nur die Gesellschaft. Und das Schöne ist, Sie können die Sachen auch kombinieren. Sie können also eine GmbH und Co. KG machen. Dann haben Sie eine KG, wo der unbeschränkt Haftende eine beschränkt haftende Gesellschaft ist. Ja? Die Gesellschaft haftet zwar mit ihrem gesamten Vermögen, aber die Gesellschafter der GmbH haften nicht und die Kommanditisten haften nur in der Höhe, die sie vorher festgelegt haben. Deshalb GmbH und Co. KG. Und dann steht hier noch UG. UG steht nicht für Untergeschoss oder Untersuchungsgefängnis, sondern es steht für Unternehmergesellschaft. § 5a GmbH-Gesetz sagt, man kann eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt gründen. Diese Firma, die hier steht, ist so nicht zulässig. Dahinter müssen wir schreiben, Klammer auf, haftungsbeschränkt, Klammer zu. Ja? Also alle anderen haben so coole Abkürzungen, GmbH, AG, sogar nur 2 Buchstaben. Hier müssen Sie schreiben, Klammer auf, haftungsbeschränkt, Klammer zu, ohne Abkürzung. Warum macht man das? Weil die UG haftungsbeschränkt auch nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftet. Es aber keine Mindesthöhe dafür gibt. Das heißt, Sie können eine UG haftungsbeschränkt mit 1 Euro gründen. Und dann sagt man, wenn man eine Gesellschaft nur 1 Euro hat, dann muss man jeden vorher warnen, mit der Verträge zu schließen. Und deshalb müssen die jedes Mal dahinter schreiben, Klammer auf, haftungsbeschränkt, Klammer zu. Das warnt die Leute so sehr, dass mit denen keiner Verträge schließen will. So. Das klar. 2 Teile. Links frei wählbar, rechts gezwungen, je nachdem, welche Rechtsform die gewählt haben. Diese Firma
muss im Wesentlichen drei Voraussetzungen erfüllen. Zunächst mal muss sie überhaupt geeignet sein, etwas zu kennzeichnen. Namen sind immer geeignet, Sachen zu kennzeichnen. Also wenn Sie Ihren eigenen Namen verwenden, haben Sie damit kein Problem. Aber Menschen sind ja bekanntlich kreativ. Und da gibt es so Leute, die machen zum Beispiel A.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 
sagen Sie? Wie heißt es? Wie heißt es richtig? Wahrscheinlich heißen sie Metabox und machen irgendwas mit Internet und deswegen das App. Sehr gut. Sie haben erkannt, worum es geht. Ja, geht das? Ja, das geht, weil man sagt, der normale Mensch würde das als Metabox aussprechen, er würde es nicht als Met-Ad-Box, also Met-Ad-Box aussprechen. Das klingt auch irgendwie so nach Alkohol. Letzter Test zu diesem Thema. Was sagen Sie denn zu Ja, bitte. Ja. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, das anzuschreiben. Ja? Power hoch 3. Ja, eintragen oder nicht? Kennzeichnungsfähig? Ja, würde ich schon sagen. Alle der Meinung? Die Verwendung einer hochgestellten Zahl im Firmennagel kommt in der Regel lediglich grafische Bedeutung zu. Das Registergericht ist dabei der Eintragung an die in Anmeldung vorgeschlagene grafische Darstellung nicht gebunden. Das heißt, wir würden eintragen nicht Power hoch 3, sondern wir würden eintragen Power 3. Jetzt sind Sie aber entsetzt, ne? Ja, weil die sagen, das Power hoch 3, das kann ja keiner lesen und deshalb heißt es Power 3. So. Was auch nicht geht, ist alles, was Sie nicht sagen würden. Alle üblen Beleidigungen. Ja, also Sie können als Firma keine Beleidigung nehmen. Seien Sie mal kreativ, das will ich jetzt hier nicht alles sagen, was da in Betracht käme. Sie müssen eine Firma nehmen, die der Verkehr auch bereitwillig aussprechen wird. Also auch branchenunabhängig. Das Finanzamt muss es ja auch machen. Insoweit kommen Sie da nicht so einfach von weg. Ja? Wie bitte? Hängt davon ab, was Sie machen. Ne? Wenn Sie Hosen herstellen, vielleicht schon. Wenn Sie Sicherheitsdienste erbringen, nicht. Das ist aber kein Problem der Kennzeichnungskraft. Das ist ein Problem der Irreführung. Weil wenn Sie dadurch den Eindruck erwecken, Sie sind irgendwie was Staatliches oder was staatlich autorisiert ist, dann ist das schlecht. Ja, ja. Sie können, wie gesagt, Schuhe herstellen, das Polizei nennen oder... Was? Skandal. Ja. Das zweite Merkmal ist Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft soll bedeuten, der Verkehr muss in der Lage sein, das eine Unternehmen von dem anderen zu unterscheiden anhand des Namens. Kennzeichnungskraft bedeutet erstmal nur, dass man überhaupt irgendwie das aussprechen kann, mit irgendwas in Verbindung gehen. Unterscheidungskraft heißt, ich kann A von B unterscheiden. Und Firmenwahrheit bedeutet, last but not least, dass man das eindeutig, dass es nicht die Leute in die Irre führt. Ja, dann haben wir jetzt hier einen schweren Fall, den lassen wir lieber mal weg, sonst werden Sie verwirrt. Ja, das ist auch verwirrend. Ha! Frau Müller möchte eine Boutique aufmachen. Sie möchte als Firma Claudia Schiffer Topmode EK eintragen lassen. Darf sie das? Was sagen Sie dazu? Claudia Schiffer Topmode EK. Ist es. Das ist irreführend.
Dann, Herr Schulte möchte eine Cocktailbar betreiben, der Getränke serviert, die er aus Wasser und Aromastoffen herstellt. Als Firma möchte er BioClub Natural GmbH wählen. Was sagen Sie dazu? Das wird auch irreführend sein, weil er gar nicht bio und natural ist. Ja, da ist nichts bio, da ist alles Chemie. Also kann er sie nur Chemiedrink GmbH nennen. Aber bio verbindet der Verkehr mit einer gewissen Qualität. Und last but not least, Frau Schneiders möchte mit ihrem Pkw einen lokalen Kurierdienst innerhalb von Düsseldorf anbieten. Sie möchte ihr Unternehmen als Schneiders International Transportation Services EK eintragen lassen. Ja, was sagen Sie? Klingt doch cool. Ja, das wird auch nicht gehen, weil da International Transportation steht und Sie das Ganze nur innerhalb Düsseldorfs machen. Ja und? Aber da würde ja der Eindruck erweckt werden, dass Sie das halt nicht nur regional machen. So ist es. Also, auch das geht nicht, weil es den Eindruck erweckt, dass es größer ist, als es ist. Also, irreführend geht nicht. Ja, über die Smiley GmbH haben wir schon gesprochen. Was sagen Sie denn zu Altbier Brauerei EK? Sagen Sie, was ist denn Altbier? Das ist das Gegenteil zu Kölsch. Ja? Das schmeckt richtig eklig. Das ist nur für die richtig Abgehärteten oder die Alten. Es kommt aber nicht vom Alter, es kommt von Altus, weil das nämlich hochgeht im Glas. Ja? Also, haben Sie was gelernt? Schreiben Sie auf. Altbier kommt nicht vom Alter, sondern von Altus, weil es nämlich hoch im Glas geht. In hohen Gläsern. Was würden Sie denn sagen, wenn das in Köln wäre, das Unternehmen? Meinen Sie, da gibt es viel Verwechslungsgefahr? Was trinkt man in Köln so? Altbier. In der Tat, man sagt, Gattungsbezeichnungen gehen nur dann, wenn vor Ort wirklich keiner ist, der das Gleiche macht. Also wenn Sie in der Tat der Einzige sind, der Altbier braut, dann können Sie sich Altbierbrauerei nennen, weil Sie das einzige Unternehmen sind, was das herstellt. Was ist denn diese Firma, wenn ich mal hier an einem Ort ansiedelt, wo die einzige Firma ist oder das einzige Unternehmen, das ja eine Art von Produkt wirklich veräußert, dann expandieren will und dann auf Märkte vorträgt, wo es eben andere gibt, dann können Sie Ihren Namen beibehalten oder müssen Sie Ihren Namen ändern? Dann kann sie Ihren Namen erstmal beibehalten, aber sie riskiert halt, dass sie in anderen Bereichen dann einen Zusatz führen muss, Altbierbrauerei, Klammer auf, Köln oder irgendwas. Einfach, weil es im anderen Bereich möglicherweise Verwechslungsgefahr verursacht. Eben Alleinstellungsmerkmal. Da würde jeder sagen, oh, das ist die einzige, was sind die anderen? Aber im Grundsatz darf sie den Namen weiterführen. Wenn sie den legal einmal erworben hat, kann sie ihn auch weiterführen, wenn sie wächst. Wir kommen gleich noch zu einem praktischen Fall. Ja, Finanz-TÜV OHG. Sie wissen, der TÜV ist der Technische Überwachungsverein. Und bei Finanzen ist es keine Technik, sondern da geht es um Geld. Darf ich mein Unternehmen Finanz-TÜV OHG nennen? Irreführend, nicht irreführend? Ja. Ja, man hat das Gefühl, hier wäre der TÜV als Berliner involviert und deshalb ist man irregeführt und denkt, das wäre auch irgendwas, was mit TÜV zu tun hat. Das heißt, diese Assoziation gilt es zu vermeiden. Ingenieurgesellschaft EK. Ja, Ingenieurgesellschaft ist so unbestimmt, das kann man nicht nehmen, weil man dadurch halt allen anderen auf den Fuß treten würde. Da ist man auf keinen Fall der Einzige, das heißt, das darf man auch nicht. Und dann haben wir noch Lenzen und Partner GmbH. Ja, jetzt denken Sie, Lenzen und Partner, kenne ich, kommt im Fernsehen immer. Dazu müssen Sie wissen, es gibt eine Partnerschaftsgesellschaft, da haben wir ganz am Anfang mal darüber gesprochen, als wir über Freiberufler geredet haben. Und die sind die Einzigen, die sich und Partner nennen dürfen. Sie dürfen sich nicht und Partner nennen, wenn Sie keine Partnerschaftsgesellschaft sind.
Das heißt, der Zusatz und Partner verwirrt die Leute, weil man das Gefühl hat, es sei eine Partnerschaftsgesellschaft. Also und Partner auch nicht. So viel zu diesen tollen Wahnsinnstricks. Ich hoffe, Sie haben ein Muster erkannt. Das Muster soll nochmal sein. Sie gucken sich den Durchschnittsmann auf der Straße an. Wenn der verwirrt ist, ist es irreführend. Wenn der gar nicht in der Lage ist, es auszusprechen, fehlt die Kennzeichnungskraft. Wenn er das verwechselt mit anderen Namen vor Ort, fehlt die Unterscheidungskraft. Also verwirrt, nicht aussprechen oder nicht abgrenzen. Das sind die drei Probleme, die wir hatten. Klar? Die Firma wird geschützt primär durch die Registergerichte. Wie erfolgt das? Wer eine unzulässige Firma gebraucht, wird durch Ordnungsgeld davon abgehalten, das weiterzutun. Was bedeutet das? Das Gericht sagt, lass das sein, sonst zahlst du 500 Euro. Dann macht er es nochmal, dann muss er 500 Euro zahlen. Dann sagt das Gericht wieder, lass es sein, sonst zahlst du 500 Euro, mach das nochmal, dann muss er wieder 500 Euro zahlen. Und das wiederholt man so lange, bis er irgendwann einknickt. Das ist Ordnungsgeld. Ja? So eine Art staatlich sanktionierte Erpressung. Gib nach, sonst zahl. Beugezwang. Das macht das Gericht von Amts wegen. Sobald es erfährt, da verwendet jemand eine Firma, die er so nicht verwenden darf, muss das Gericht einschreiten. Wenn er es nicht tut, dann kann man theoretisch weinen. Denn diese Norm hat keine drittschützende Wirkung. Das ist kein Schutzgesetz im Sinne von 823 oder irgendwas. Ich habe keinen Anspruch auf behördliches Tätigwerden. Wenn das Gericht nichts tut, verletzt es zwar seine Pflichten, aber es kann keiner was dagegen tun. Das ist halt böse. Deshalb ist der gerichtliche Schutz nicht so spannend. Es geht eher um den privatrechtlichen Schutz. Worin besteht dieser privatrechtliche Schutz? Nun, zunächst mal habe ich nach 37 Absatz 2 HGB einen Unterlassungsanspruch. Ich kann verlangen, dass ein anderes Unternehmen im selben Bezirk, was meinen Namen verwendet, das für die Zukunft unterlässt. Wenn es das nicht tut, dann kann ich da auch wieder ein Ordnungsgeld festsetzen lassen und dann muss der zahlen. Das geht durch eine ganz normale Zivilklage, dann klage ich auf Unterlassung, wenn er es doch macht, muss er halt zahlen. Dann 12 BGB, haben wir eben darüber gesprochen, auch der gewährt einen Unterlassungsanspruch. Das heißt, auch da können Sie schlicht klagen. Und dann haben wir noch die Ansprüche, die Sie nicht kennen müssen, nämlich nach Markengesetz und UWG. Das müssen Sie nicht kennen, das können Sie einfach ignorieren. Wenn Sie also das alles brav mitschreiben, das können Sie dann durchstreichen. Außer Sie machen das im Schwerpunkt. Alle Fälle, die wir bisher gehabt haben, waren relativ einfach. Es gibt aber ein Unternehmen, das heißt P&C. Kennen Sie das? Peek und Kloppenburg. Es gibt aber nicht nur ein Unternehmen, was Peek und Kloppenburg heißt. Es gibt nämlich auch ein zweites. Das sieht so aus. Sie sehen einen Wahnsinnsunterschied zwischen diesen beiden Internetseiten. Nämlich, die eine kriegen Sie unter www.peek-und-kloppenburg.de. Ja? Und die andere kriegen Sie unter www.peek-kloppenburg.de. Und das ist nicht dasselbe Unternehmen. Das eine Unternehmen sitzt in Düsseldorf, ja, also da hinten, und das andere Unternehmen sitzt in Hamburg, also da drüben. Jetzt fragen Sie sich, wie kann das denn passieren? Der Name ist ja nicht so trivial, dass es da Millionen von gibt. So viele Peeks und Kloppenburgs wird es in Deutschland wohl nicht geben. Dazu müssen Sie wissen, was ist passiert. Im Jahr 1900 haben Herr Peek und Herr Kloppenburg in Düsseldorf die GmbH gegründet. Und 12 Jahre später hat Anton Kloppenburg, der Sohn von Adolf, ja, und der Schwiegersohn von Herrn Peek, der nämlich mit der Tochter von Herrn Peek verheiratet war, in Hamburg den zweiten Laden aufgemacht. Das war völlig unproblematisch Ende des
Anfang des 20. Jahrhunderts, weil es fuhr niemand von Düsseldorf nach Hamburg. Das Problem tat erst dann auf, als der Versandhandel populär wurde und man auf einmal in Hamburg Sachen bestellen konnte, obwohl man in Düsseldorf wohnte. Oder umgekehrt, Sachen in Düsseldorf bestellen konnte, obwohl man in Hamburg wohnte. Und auf einmal traten die beiden Unternehmen in Konkurrenz zueinander. Denn auf einmal konnte man bei beiden im Online-Shop Sachen bestellen. Und die Leute ärgerten sich, weil der Hamburger Peek und Kloppenburg sagte, die Leute sind total verwirrt, die wollen bei uns kaufen und kommen immer auf die Düsseldorfer Seite. Und die Düsseldorfer sagten, das ist ja wohl total verwirrend, all die bei uns kaufen wollen, kommen auf die Hamburger Seite im Internet. Und Sie können sich vorstellen, dieses Drama zog sich über Jahre hin. Vor dem BGH. Peek Kloppenburg Hamburg gegen Peek Kloppenburg Düsseldorf. Und der letzte Stand ist, stört eines von zwei gleichnamigen Unternehmen, die an unterschiedlichen Standorten tätig sind, die zwischen ihnen bestehende Gleichgewichtslage durch eine bundesweite Werbung, muss es mit einem aufklärenden Hinweis deutlich machen, welchem Unternehmen die Werbung zuzuordnen ist. Dieser Hinweis muss leicht erkennbar, deutlich lesbar, inhaltlich zutreffend, seinem Sinn nach ohne weiteres erfassbar und geeignet sein, einem unzutreffenden Verkehrsverständnis in ausreichendem Maße zu begegnen. Das bedeutet, die müssen wir draufschreiben, Peek und Kloppenburg, Achtung, Hamburg, nicht Düsseldorf. Und die anderen, Achtung, Düsseldorf, nicht Hamburg. Damit die Leute nicht auf die Idee kommen, sie würden bei ihrem lokalen P&C-Laden bestellen. Also es gibt in der Realität durchaus die Situation, dass zwei Unternehmen expandieren, der eine kommt von oben, der andere von unten und irgendwann treffen die aufeinander. Und weil die Firmenprüfung nur am jeweiligen Ort erfolgt und in Hamburg gab es noch kein P&C im Jahr 1912, hat man dann das Problem und jeder hat ein Recht an seinem Namen. Man kann keinem den Namen wegnehmen, weil beide haben von Anfang an diesen Namen getragen. Das Ganze kennen Sie nicht nur da, sondern es kann auch in anderen Konstellationen auftreten. Und der praktische Fall ist das Unternehmen Shell. Sie kennen Shell, die haben so eine Tankstellenkette. Wen Sie nicht kennen, ist Andreas Shell. Kennt jemand von Ihnen Andreas Shell? Andreas Shell war ein Internetpionier. Und das Erste, was er getan hat, war www.shell.de sich zu registrieren. Und auf dieser Seite www.shell.de berichtet er dann über seinen Hund und seine Freundin und seine Waschmaschine und alles, was er so hatte. Und die Leute im Internet gaben immer ein www.shell.de und kamen auf die Seite von Andreas Shell und er fand das eigentlich ganz cool. Ja? Das ist so ähnlich wie, es gab damals eine Datenbank, die hieß Rechtsprechung und Aufsätze zum Völker- und Europarecht. Und jetzt überlegen Sie sich, wie kürzen Sie das ab? Na, wie kürzt man das ab? Rave. Und das hat das für einen großen Vorteil. Sie kriegen Millionen von Zugriffen von Leuten, die suchen, ey cool, wo ist der nächste Rave? Und die gehen auf diese Seite. Und das geht natürlich auch, weil die Leute alle strohblöd sind und sich denken, jetzt kommt irgendwas mit Europarecht, habe ich keine Ahnung, was soll das? Ich wollte doch zum Rave. Also Sie sehen, das funktioniert. Genauso bei Andreas Shell. Und dann kam, wie gesagt, das Tankstellenunternehmen und sagte, ey Andreas, rück mal die Domain raus. Dann sagt er, nö, das ist mein Name, da habe ich viele Zugriffe und alle finden meinen Hund so süß. Ich bin doch nicht blöd und gebe die Adresse ab. Dann haben die gesagt, hör mal, wir bieten dir auch Geld dafür. Hat er gesagt, nee, ich will kein Geld. Ich will, dass die Leute kommen und sich über meinen Hund informieren. Und dann haben die beiden sich gestritten. Und zwar bis zum BGH hoch. Und der BGH muss dann entscheiden, muss Andreas Shell seine Internetseite www.shell.de, wo er über seinen Hund berichtet, abgeben an das böse Unternehmen, was eh nur die Umwelt verschmutzt. Und was denken Sie, wie ist es ausgegangen? Wie würden Sie entscheiden als BGH? Entscheidung.
Nur einer kann gewinnen. Und er heißt wirklich Andreas Schell. Das ist kein Künstlername, das war sein Geburtsname. Er ist auch nicht der Chef des Unternehmens. Er hat gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, der heißt einfach nur so. Da gibt es keine persönlichen Verwicklungen. Was sagen Sie dazu? Der Andi. Muss er seine Internetseite abgeben? Das sagen Sie jetzt. Waren Sie schon auf der Seite von dem? Vielleicht ist die total toll. Ja, in der Tat, der BGH hat hier eine Gesamtabwägung durchgeführt und er hat gesagt, naja, also für Andreas Schell spricht § 12 BGB. Er hat den Namen. Aber für das Unternehmen Schell spricht das Firmenrecht, das Namensrecht, das Markenrecht und die unternehmerische Bezeichnung. Da hat das eine vier Rechte, der andere hat nur ein Recht. Und dann vier gewinnt gegen eins, also das ist schon mal besser. Dann haben sie in der Tat gesagt, was erwartet der Verkehr, denn der, es gibt halt nur ein Shell.de, da muss also einer gewinnen. Also gewinnt hier der Bekanntere, nämlich der Andreas Schell. Ah nein, das Shell-Unternehmen, keiner hat es gemerkt. Sehen Sie, so aufmerksam ist das hier. Ja, kann man 1000 machen. Ah ja, etwas schwieriger. Was sagen Sie denn dazu? Die Deutsche Telekom AG, ja, Deutsche Telekom AG, wandte sich gegen jemanden, der die Internetadresse hatte, DTAC. Ja, DTAC. Jetzt sagen Sie sich, wieso denn DTAC? Die heißt doch Deutsche Telekom AG und nicht DTAC. Weil das natürlich eine geläufige Abkürzung ist für die Deutsche Telekom AG, DETAG. Ja, haben wir nie gehört. Und die klagten dann, wie gesagt, hier in Bonn. Und dann war die Frage, wer gewinnt? In Bonn, hier. Quasi Landgericht Bonn. Wie würden Sie entscheiden als Landrichter? Ja. Ja, so sehen Sie das. Aber der Insider weiß, DTAC, das kann nur die Telekom sein. Und da wir hier alle Insider sind, sagen wir, der hat ja gar kein vernünftiges Recht daran, kein vernünftiges Interesse, der heißt ja nicht Herr DTAC. Und deshalb muss er es leider abgeben. Der Grundsatz ist dabei Prioritätsprinzip. Aber bei berühmten Namen gewinnt der berühmte Name, um dem Verkehr sozusagen einen schnellen Zugang zu ermöglichen. Und dieser Verkehrsschutz erfolgt dadurch, dass man entweder die ganze Seite überträgt oder zumindest einen Link setzt oder eine gemeinsame Übermittlungsseite. Sind Sie ganz begeistert von diesem dramatischen Thema? So, um nochmal das ganze Firmenrecht zusammenzufassen. Firma ist der Name des Kaufmanns. Und der Name kann grundsätzlich frei gewählt werden. Er besteht aus zwei Bestandteilen, dem Firmenkern und dem Rechtsformzusatz. Er darf nicht irreführend sein, er muss unterscheidungskräftig sein und er muss Kennzeichnungskraft besitzen. Wenn Sie eine Firma haben, haben Sie nach § 37 Absatz 2 HGB und nach § 12 BGB Unterlassungsansprüche und können verhindern, dass jemand anderes dieselbe Firma oder eine verwechslungsfähig ähnliche Firma verwendet. Wir haben auch gesehen, dieser § 12 BGB versagt, wenn jemand nicht die Firma vernimmt, sondern einen Titel macht, wie bei Dennis Harder. Ja? Der heißt, hat das Wort Harder nicht als Name verwendet, sondern als Titel und damit kann er dagegen nichts tun. Wir haben weiterhin gesehen, bestimmte Firmen sind problematisch, wie Metabox oder Power hoch 3. Und wir haben gesehen, welche Rechtsformzusätze populär sind. Damit sind wir mit dem Thema Firma auch am Ende. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt nach Hause gehen dürfen. Ich weiß, Sie wollen jetzt unbedingt weg. Sondern wir nutzen die Gelegenheit noch,
um nämlich jetzt hier uns nochmal einen kurzen Fall anzusehen oder auch nicht. Wo ist er? Wo ist er? Einen kurzen Fall anzusehen. Der Hebebühnenfall. Der Hebebühnenfall. Wir haben Kfz-Mechaniker A, B und C. Drei Kfz-Mechaniker. Und die haben zunächst mal eine Reparaturwerkstatt gegründet. Und zwar als OHG. Die wurde auch eingetragen. Dann gründeten sie eine GmbH. GmbH, Sie erinnern sich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und die GmbH wird alleinige Gesellschafterin einer KG. Die anderen werden Kommanditisten. Die erinnern sich, KG heißt, die haften nur beschränkt auf einen bestimmten Betrag. Jetzt sind Sie schon verwirrt genug. Die Einlagen von A, B und C sind voll geleistet. Das heißt, die haften gar nicht mehr. Auch nach Eintragung wird das Unternehmen unter der bisherigen Firma fortgeführt. Am 01.01.2009, Sie sehen, an Neujahr arbeiten die auch, verkauft Großhändler G der ABC-Reparatur eine Hebebühne für 10.000 Euro. Der Kaufvertrag wird auf einem Geschäftsbogen mit dem Aufdruck ABC-Reparatur fixiert. Nach Auslieferung der Hebebühne wendet sich G am 01.03.2009 an A und verlangt Zahlung der 10.000 Euro. A wendet ein, er sei Kommanditist und habe seine Einlage bereits geleistet. Kann G Zahlung von A verlangen? Jetzt sind Sie total verwirrt. Jetzt passen Sie auf, wie ich Ihnen das erkläre. Jetzt werden Sie staunen. Gesellschaftsrecht in 20 Sekunden. Also, wir haben eine OHG bestehend aus A, B und C. In einer OHG ist es so, dass jeder von denen mit seinem gesamten Privatvermögen für alle Schulden haftet. Das hatten wir schon mal, als wir gesprochen haben über 15 HGB. Das steht in 128 HGB. In einer GmbH ist es dagegen so, die Gesellschafter haften gar nicht. Ja? In einer KG, habe ich eben auch schon gesagt, ist es so, jeder haftet auf einen bestimmten Betrag, aber hier steht im Sachverhalt, wir haben den Betrag schon bezahlt. Das heißt, wenn das hier so ist, haften die grundsätzlich nicht mehr. Warum nicht? Wir haben keine OHG, sondern wir haben eine KG. Und in der KG haften die nur, wenn sie nicht gezahlt haben bereits. Soweit klar? Keiner hat es verstanden. Nochmal. OHG, jeder haftet mit seinem gesamten Privatvermögen. KG, die Leute haften nur in der Höhe des Betrages, den sie angegeben haben. Hier Betrag angegeben und jeder hat schon voll bezahlt, das heißt, sie haften gar nicht mehr. Sie haben schon bezahlt, damit sind sie raus. Jetzt will aber hier unser Hebebühnenmensch, unser G, 10.000 Euro. Denken Sie sich, warum will der 10.000 Euro von A? Wenn Sie genau hingucken, steht hier im Sachverhalt, stand auf dem Geschäftsbrief, nur A, B, C Reparatur. Was fehlt also auf dem Geschäftsbrief? Die Rechtsform, der Rechtsform, zu der wir gesprochen haben. Es steht also weder GmbH dahinter noch KG. Ist Ihnen das klar? Und jetzt ist die Frage, warum ist das vielleicht problematisch? Hat das was mit unserem 15 HGB zu tun? Fangen wir damit mal an. Geht es hier um irgendwas mit Handelsregister? Was sagen Sie dazu? Hat das was mit Handelsregister zu tun? Steht da irgendwas mit Register? Ja, oben. Wurde eingetragen. Kommt es darauf an? Was meinen Sie?
Wo liegt vielleicht das Problem? Ist irgendwas im Register falsch eingetragen worden? Nein. Also hat es nicht mit 15 zu tun. Merke, auf 15 HGB kommt es nur an, wenn entweder irgendwas nicht eingetragen wurde, was hätte eingetragen werden sollen, oder irgendwas falsch bekannt gemacht worden ist. Hier ist aber weder was falsch eingetragen worden, noch ist was nicht eingetragen worden. Das heißt, sie keiner der beiden Varianten vor, das heißt, auf 15 HGB kommt es nicht an. Worauf stützen die sich denn hier? Worauf stützt sich unser G? Warum meint der G, könnte der A persönlich mit seinem Privatvermögen haften? Er stützt sich auf die Annahme, dass ABC Reparatur eine OAG ist. Ja. Und im Namen steht, dass A wahrscheinlich einer der persönlich haften. So ist es. Er stützt sich darauf, die treten auf als ABC Reparatur. Es gibt keinen Rechtsformzusatz. Also wird es um eine OAG handeln. Also werden alle Leute, die ja namentlich auftauchen, mit ihrem Privatvermögen unbeschränkt haften. Jetzt fragen wir uns, ist diese Vermutung irgendwie schutzwürdig? Welchen Vorwurf können wir A, B und C machen? Warum könnte da möglicherweise jemand haften? Weil sie nicht aufgeführt haben, ob sie OHG oder GmbH sind. Ja. Sie haben nicht aufgeführt, welche Rechtsform Sie haben. Und warum kommen wir von diesem Nicht-Aufführen dazu, dass Sie dann im Zweifel OHG sind? Macht es nicht keinen Unterschied, dass wenn Sie OHG geschrieben hätten, hätte den Fall trotzdem gemacht und wäre dann trotzdem an der GmbH gemeldet, oder? Was hätten Sie denn schreiben müssen? Also eigentlich hätten Sie ja dann ja OHG und Co. GmbH, oder? Sie hätten schreiben müssen GmbH und Co. KG. Das wäre der richtige Eintrag gewesen. Wenn Sie das Richtige geschrieben hätten, wären wir genau hier, weil dann würde keiner persönlich haften. Also wenn Sie das geschrieben hätten, was stimmt, würden Sie nicht haften. Sie haben aber nicht das geschrieben. Wenn man jetzt überlegt, dass der wahrscheinlich eher mit einer OHG einen Vertrag geschlossen hätte, weil er dann hätte er wirklich Leute gehabt, die haften und nicht mit einer GmbH, die nur eine beschränkte Haftung hat. Ja, in der Tat, für den G ist natürlich besser, den Vertrag zu schließen mit einer OHG, wo die Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen zusätzlich haften und nicht nur das Vermögen der Gesellschaft. Das heißt, der G hofft ja gerade, dass hier Leute ihr Privatvermögen investieren. Warum ist es denn so, dass es nach dessen Wunsch geht? Wir können ja auch sagen, hätte ja nachfragen können. Der hätte ja fragen können, seid ihr eine GmbH, eine OHG, eine KG oder was seid ihr eigentlich? Ja, in der Tat, wer einen Rechtsschein setzt, muss sich so behandeln lassen, als sei das Ganze die Wahrheit. Wer den Rechtsformzusatz weglässt, erweckt den Eindruck, es würden Menschen persönlich haften. Denn grundsätzlich haften Menschen immer persönlich. Außer wir haben eine GmbH oder eine KG, irgendwas Besonderes. Das heißt, der Grundsatz ist, Menschen haften mit ihrem Privatvermögen. Von allem anderen muss ich Leute informieren. Wenn ich den Rechtsformzusatz weglasse, erwecke ich aber den Rechtsschein, dass die Menschen mit ihrem Privatvermögen haften wollen. Also haben die hier zurechnen bei den Rechtsschein gesetzt, dass sie eine OHG sind und müssen sich so behandeln lassen, als wäre dieser Rechtsschein auch wahrheitsgemäß. In dem Fall war es ja sogar, dass sie ursprünglich mal eine OHG waren. Das heißt, statt das alte Briefpapier weiterzuverwenden, hätten die da wirklich jedes Mal GmbH und Co. KG draufschreiben müssen. Was anderes würde natürlich gelten, wenn der G mit denen ohnehin schon lange Kontakt hat und daher weiß, dass die GmbH und Co. KG sind, dann ist er nicht mehr schutzwürdig. Aber wenn Sie sozusagen einmal eine Hebebühne ausliefern, dann müssen Sie das nicht wissen. Was sagen Sie dazu? Vater Müller ist der persönlich haftende Gesellschafter einer KG. Seine Tochter, die den tollen Namen Meier hat, ist die einzige beschränkt haftende Gesellschafterin. Also Vater haftet mit allem, Tochter haftet bis 10.000 Euro. Die Gesellschaft ist eingetragen unter der Firma F&M Meier KG und die Tochter hat nun die Sorge, wenn das Unternehmen pleite geht,
könnte sie möglicherweise wegen ihrem Namen, der ja immerhin in der Namen drinsteht, sie sagen F und M Meyer, mit ihrem Gesamtvermögen haftet. Der Name von ihrem Papa Müller taucht nicht auf. Das heißt also nur Meyer, F und M Meyer, aber nicht sonst was. Ja, wir sagen, dass es ja hier kein Rechtsstreit ist, weil ja nur in der Firmenbezeichnung im Kernbereich nur halt stehen kann, was es will. Und es ja nur wichtig ist, dass mindestens einer persönlich haftet. Ja. Ist das so? Also ihr Name taucht ja auf. Also sie ist quasi Namensgeber, aber sie selber haftet nur beschränkt. Der eigentlich unbeschränkt haftende, dessen Name taucht gar nicht auf. Also die Frage ist, ist derjenige, dessen Namen in der Firma steht, nicht derjenige, der sozusagen der Chef ist, in Anführungszeichen? Also wenn jetzt, stellen Sie sich vor, Sie haben den Penner vom Bahnhof, ja, also Sie gehen in die Unterführung des Bahnhofs, suchen sich einen raus und sagen, willst du nicht Gesellschafter werden? Du haftest unbeschränkt. Und dann ziehen sie ihren schicken Anzug an und verhandeln mit allen Leuten, machen die Verträge. Und wenn es dann heißt an die Haftung, sagen sie, ja, Bahnhofsunterführung, ich glaube, in der dritten Ecke ist der. Also Sie sehen, das Problem ist sozusagen, natürlich kann sie sagen, es haftet jemand unbeschränkt. Aber intuitiv würde der Laie immer meinen, es haftet der unbeschränkt, der sozusagen im Namen auftaucht. Die Frage ist, ist dieser Rechtsschein so stark, dass man sagen kann, ja, da kann man sich darauf verlassen, oder kann man erwarten, dass die Leute ins Handelsregister gucken? Also können Sie erwarten, dass die Leute sich vom Namen nicht täuschen lassen, sondern nachgucken, oder müssen Sie darauf vertrauen, oder dürfen Sie darauf vertrauen, was da steht im Namen? Darf man auf den Namen vertrauen, oder ist es erforderlich, nachzugucken? Letztlich Unternehmern kann man ja durchaus zumuten, ins Register zu gucken, allein schon, um, was weiß ich, zu gucken, ob sie geht, was es für eine Firma ist, wer dahinter steht und so weiter, und zu gucken, mit wem man so ein Geschäft verschließen kann. Und der normale Verbraucher dürfte halt unter Umständen schon drüber sein, deswegen ist bei dem irgendwie anders gehandelt werden müssen. Auch wenn der Name drin steht, also wenn da steht Christian Müller und Sie haben, denken sich ja, ist ja cool, Christian Müller kenne ich, ist ein solider Mann, Karl Lagerfeld. Nennen wir es Karl Lagerfeld KG. Dann wissen Sie, Karl Lagerfeld, der wird schon Geld haben. Und dann kommt ja dessen, ja, ja, Karl Lagerfeld, der ist auch dabei. Aber der hat nur eine Einlage von 50 Euro. Die habe ich ihm neulich mal geschenkt. Deshalb ist er auch mit dabei. Aber eigentlich ist unser persönlich haftender Gesellschafter schwer zu finden, ab und zu am Hauptbahnhof, aber manchmal auch in der Obdachlosenunterkunft. Frage: Würden Sie sich dann schlecht behandelt fühlen, wenn der Name Karl Lagerfeld da auftaucht? Oh, sagen Sie, oh, das ist normal. Normal nicht. Ja? Wenn man die Kommanditisten ausschaltet, dann müsste jedes Mal eine Führung umbenannt werden. Das kann ja nicht sein. Zumal es ja auch Firmen gibt, wo eben nicht die KG ist, weil keine KG, aber wo eben nicht Name am Standort ist. Von daher kann es ja gar keinen Sinn. Ja. In der Tat, es ist auch zulässig, Firmen fortzuführen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich zur Ruhe setzen, dann bleibt Ihr Name immer noch stehen, obwohl Sie gar nicht mehr Gesellschafter sind. Oder Sie können auch Ihre Haftung beschränken, Sie können für die Zukunft als Kommanditist tätig sein. Dann würde der Name aber trotzdem nicht geändert sein, eben damit der gute Ruf erhalten bleibt. Das heißt, allein dadurch, dass der Name sozusagen da auftaucht, ist es nicht irreführend. Was anderes ist es nur dann, wenn von vornherein so konzipiert ist, also wenn von vornherein sozusagen den beschränkt haftenden nach vorne schieben und den unbeschränkt haftenden geheim halten, dann ist es irreführend. Im Normalfall geht das aber, wenn es halt eine praktische Rechtfertigung gibt. Ja, damit sind wir mit dem Thema Firma aber auch wirklich am Ende und wir können heute endlich mal Frühschluss machen und sehen uns dann in einer Woche mit einem ganz spannenden Thema.